dann zog sich im Rücken irgendwas zusammen und das Gefühl in den Beinen war weg. Und ich realisierte so, okay, jetzt brauche ich Hilfe. Die eine Frau, die das da inszeniert hat, die hat dann so gefragt, Geist, wie ist denn dein Name? Ja, und dann ging der auf T-O-D. Tod. Bei der Ausbildung hat man mir gesagt, ja, du kannst deine kaufmännische Ausbildung locker angehen, die Abschlussprüfungen wirst du höchstwahrscheinlich nicht mehr erleben. Hier ist ERF Yes. Willkommen im Talkwerk. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und ich freue mich über meine Gäste, die ich euch jetzt vorstelle. Und ich fange an außen bei Markus Henny. Markus hat mit 2 Jahren schon die Diagnose Mukoviszidose bekommen, eine Erbkrankheit, die vor allem die Lunge schädigt. Und er kennt das Gefühl von Todesangst, weil er manchmal tatsächlich schon fast gestorben wäre. Aber er lebt und ich freue mich, dass du heute da bist, Markus. Dankeschön. Direkt neben mir sitzt Katrin Naunin. Katrin hat eine Geschichte zu erzählen nach dem Motto, die Geister, die ich rief, die wurde ich dann nicht mehr los. Suchte in Esoterik nach Antworten auf ihre Lebensfragen, aber statt Hilfe, die sie sich erhofft hat, kam auf Dauer eher Horror, bis hin zu Stimmen, die sie zum Suizid aufgefordert haben. Und sie erzählt uns heute, wie sie da reingeraten ist, aber auch, wie sie wieder rausgekommen ist. Genau. Schön, dass du da bist. Und zu guter Letzt Hartmut Weidmann. Hartmut sitzt seit 9 Jahren mit einer Querschnittlähmung im Rollstuhl. Und warum er lernen musste, sich selbst zu vergeben, darüber reden wir heute auch. Aber fangen wir mal damit an, wie das überhaupt alles passiert ist. Es war der 30. Dezember 2014. Nimm uns mal in den Tag mit rein, Hartmut. Ja, das war ein schöner sonniger Wintertag. Bestes Wetter, um Holz zu machen. Wobei eigentlich nicht ich so sehr viel Holz mache, sondern hauptsächlich zu der Zeit hat es nur mein Vater gemacht. Wir haben Unser Grundstück ist groß. Mein Vater hatte früher mal Landwirtschaft und da ist noch so eine kleine Koppel hinten dran, wo nur eine Handvoll Schafe laufen, aber drumherum die Bäume wachsen halt. Und mein Vater hatte sich einen ausgesucht, der mal ein bisschen kleiner werden sollte und war schon ein paar Tage damit beschäftigt, den so ein bisschen davon was abzunehmen. Und an dem Tag habe ich ihm geholfen, dann ein paar Stellen zu sägen, wo man zu zweit sein musste oder eben wo es ein bisschen schwieriger war, ranzukommen. Ja, und als das alles fertig war, dann guckten wir uns den Baum so an und sagten, ach, der eine Ast da oben, der ist ja noch sieht ja noch ein bisschen doof aus. Der ragt so waagerecht weit raus, passt jetzt gar nicht mehr so zu der Form des Baumes. Der muss noch ab. Und das habe ich mir dann für nach der Mittagspause vorgenommen. Habe eine Leiter rangelegt, habe die auch noch gut befestigt, denn sie stand ein bisschen unsicher. Also die Leiter habe ich gesichert oben und bin dann mit der Kettensäge da oben rauf. Und wie hoch war das? Ja, so circa 6 Meter wohl. wo man vielleicht von außen betrachtet sagt, na ja, warum tut man das? Aber es war halt nur der eine Ast. Und so habe ich mir das so vorgenommen und vorsichtig gesägt. Aber jeder, der vielleicht schon mal gesägt hat, weiß, wenn man zügig sägt, dann fällt der Ast so fast senkrecht oder so wie er hängt, halt fast runter. Und ich habe nur sehr vorsichtig gesägt, hat er halt sich erst geneigt zum Boden. Also die außenliegenden Zweige berührten dann schon den Boden. Und als er dann ab war, fiel er halt im Bogen und hat dann die Leiter getroffen, auf der ich stand. Und das hat mich runtergehauen. Die Leiter war auch tatsächlich beide Holme verbogen. Das war ein ziemlicher Schlag, obwohl der Ast vielleicht so ein bisschen oberschenkeldick war. Ja, und dann den Moment des Sturzes erinnere ich nicht. Also ich habe da keinen Schreck- oder Todesangstmoment, aber ich lag dann unten, realisierte, was wohl gerade passiert ist und spürte einen heftigen Schmerz im Rücken und meine Beine hatten so ein irgendwie schwirrendes Gefühl. Das versuchte ich gerade noch so ein bisschen zu realisieren und dann zog sich im Rücken irgendwas zusammen und das Gefühl in den Beinen war weg und ich realisierte so, okay, jetzt brauche ich Hilfe. Also ich merkte, ich kann jetzt eben hier auch nichts mehr bewegen. Dieser Moment, wo du gemerkt hast, oh, irgendwie kein Gefühl mehr in den Beinen und so, warst du da nur auf, okay, jetzt brauche ich Hilfe oder hast funktioniert oder kamen dann direkt Gedanken, die irgendwie weitergingen? Es war klar, es war Schlimmes passiert, aber ich hatte nicht sofort irgendwie ein Bild von Rollstuhl den Rest des Lebens oder ähnliches, sondern nur einfach, okay, das ist jetzt nicht mal eben schnell wie in den Finger geschnitten und ist nichts passiert. Hat keiner mitgekriegt. Das ist ja manchmal so, wenn was passiert ist, so, oh nein, oh nein. Aber das war klar, jetzt ich brauche Hilfe und ich war
Zwar am Arbeiten alleine, ein 5-jähriger Neffe, zu dem Zeitpunkt 5-jährig, der war in der Nähe. Ich hatte ihn so ein bisschen weggeschickt, weil und der war dann halt da. Und ich habe ihn dann zu seiner Mutter, also meiner Schwester, geschickt, die nebenan wohnt. Und habe dann geguckt, wo mein Telefon ist. Habe dann zuerst das gar nicht hingekriegt, diese Nummer zu wählen. Ich spürte so, das war so ein, einerseits dieser Moment, wow, das ist jetzt echt schlimm, was passiert. Und im anderen Moment auch so ein bisschen diese Reflexion, okay, ich bin da auch unter Schock, mal sehen, ob ich das hinkriege. Das war ein bisschen witzig, oder auch das Gefühl, das Schmerz ist jetzt nicht so, dass ich wahnsinnig schreien musste, aber kann auch sein, dass ich jeden Moment das Bewusstsein verliere und wegsegel hier. Aber ich habe den Notruf dann selbst geschafft. Auch der an der anderen Stelle fragte nochmal, ob es mir passiert ist. Ja, ich liege hier, ich kann meine Beine nicht mehr bewegen. Ich bin hier gerade von der Leiter gefallen. Und dann wurde diese Kette in Gange gesetzt. Und es kam auch direkt ein Hubschrauber hinten ran. Also die anfahrenden der Notarzt hatte aufgrund meiner Beschreibung dann schon gesagt, ja, das ist, da ist ein Hubschrauber nötig. Ja. So, und dann ging es in die Klinik. Und wie ging es dann da weiter? Wie schnell war klar, was da passiert ist? Es wurde dann schon sehr schnell, auch von dem Notarzt, die Funksprüche und sowas bekam ich ja auch mit, also von einer hochgradigen Querschnittssymptomatik gesprochen. Das wurde gesagt. Und ja, das war dann so ein bisschen das Gefühl, okay, dann ist es jetzt so, aber ich muss mich jetzt in die Hände dieser Menschen begeben, die sich jetzt darum kümmern. Und die machen jetzt ihren Job. Ja. Und ich kann jetzt nicht mehr viel tun. Hattest du die Hoffnung, dass das doch wieder gut werden kann? Den Gedanken habe ich, glaube ich, in dem Moment noch weggeschoben. Später in der Klinik, wo so die ersten Gefühle und Verbesserungen wieder da waren, war diese Hoffnung sehr groß. Aber in dem Moment habe ich einfach nur gedacht, okay, jetzt muss das Beste draus werden. Also die können, wir werden jetzt, also war ja klar, ich komme in die Klinik, ich werde in irgendeiner Form operiert. Was daraus werden wird, ist jetzt im Moment völlig unklar. So, jetzt stelle ich mir vor, weil du hättest dich ja auch sichern können da oben, ne? Also ein bisschen Zeit genommen und nicht nur die Leiter sichern, sondern auch dich selbst. Jetzt stelle ich mir vor, ich würde wahrscheinlich in den nächsten Wochen, vielleicht für den Rest meines Lebens, immer wieder dieses Selbstgespräch führen. Warum? Wie konntest du nur? Ja. Kennst du dieses Gefühl, so mit sich selber dann so hart ins Gericht zu gehen, sich ständig zu fragen, ich hätte es verhindern können? Das wurde dann später ganz stark. Also erstmal die Operation und dann auf der Intensivstation ist man natürlich noch unter starken Schmerzmitteln und Ähnlichem. Aber und tagsüber waren ja auch gewisse Dinge, die ständig passierten. Aber nachts drehte sich das eben genau um diesen Gedanken total im Kreis. Ich kann es doch besser. Kann ich das nochmal machen? Ne? So, kann man das nicht nochmal zurückspulen? Ne? Ich weiß doch, wie es besser ist. Ich habe einen Klettergurt liegen. Ich habe ein paar Sicherungsmöglichkeiten mir eigentlich auch bereitgelegt. Aber wenn es dann aber nur nicht eine große Aktion ist mit vielen, also so eine kurze Sache nur dieser eine Ast, mal eben schnell. Und ich war zwar nicht unter großem Zeitdruck, aber diesen Ast noch absägen und dann hätte mein Vater wieder den ganzen weiteren Rest gemacht. So, und ich war in meinem Fokus schon ein bisschen so zu diesem Jahresende, war in einer Situation, wie sie vielleicht vorher noch nie so war, dass ein Auftrag abgeschlossen war. Ich konnte mich um alles, was man so zum Jahresende gerne macht oder auch in der Vermietung, wo ich Wohnung vermiete, dieses ganzen Jahreswechselgeschichten, konnte ich mich drum kümmern. Da habe ich mich drauf gefreut. Ich war nicht unter Zeitdruck, aber mein Fokus war schon irgendwo ein Stückchen weiter. So, und da habe ich dann Und dann hing ich eben genau bei diesem Punkt. Ich hätte es ja besser machen können. Ich hätte es besser gewusst. Ich hätte vorsichtiger sein können. Ich hätte es überhaupt gar nicht an dem Tag machen müssen. Ich hätte den Bauern fragen können, Mensch, hast du in den nächsten Wochen mal kurz Zeit, mit deinem Teleskoplader vorbeizukommen? Und dann wäre es anders gelaufen. Ne? Und da bin ich, das hat mich sehr zermürbt, die ersten Tage. Und ich merkte aber, das wird mir ja nichts nützen. Ich muss ja darüber wegkommen. Das wird eine Heilung oder jetzt damit umzugehen nicht helfen. Das wird der Familie und nicht helfen und dem Freundeskreis nicht helfen, wenn ich darauf jetzt hängen bleibe. Aber dieser Vorwurf war enorm stark. Denn ich war total frustriert, weil es eben so leichtsinnig war im Nachhinein, ne? Das einfach so zu tun, auch wenn ich dachte in dem Moment, ich mache langsam und vorsichtig. Wie würdest du denn das Gefühl beschreiben, dass das bei dir ausgelöst hat, diese Gedanken? Ein Gefühl der
Hilflosigkeit oder ja schuldig zu sein, irgendwie schuldig an vor allem anderen Menschen. Ich habe gar nicht so den Fokus gehabt auf mich und meine möglicherweise jetzt bleibende Behinderung, sondern was haben meine oder unsere Eltern uns alles unterstützt, als unsere Kinder klein waren. Und wenn unsere Kinder jetzt ihre Familien haben und ich werde ihnen nicht helfen können, ein Haus oder zu bauen, eine Wohnung umzubauen und ähnliche Dinge, was, denke ich, was selbstverständlich wäre, irgendwo zu helfen. Und die Aktivitäten in der Feuerwehr und im Dorf, wo immer schon Probleme am Mann sind. Und jetzt fällt noch einer aus. Jetzt kann ich das, meine Aufgabe da nicht mehr ausfüllen. Diese ganzen Dinge, wo ist man aktiv? In der Gemeinde, in der Freikirche, wo ich auch aktiv bin und Mitglied bin. Und jetzt falle ich da komplett aus. Und das waren so meine Vorwürfe und meine Sorgen und meine das mich zermürbt hat in dem Moment. Total. Was hast du denn dann mitgemacht mit diesen Schuldgefühlen? Weil das ist ja was, dir ging es ja eh schon schlecht, rein körperlich. Ja. Und dann noch sich selber immer so dann noch fertig zu machen mit solchen Gedanken, das macht es ja wirklich viel schlimmer. Was hast du damit gemacht? Ich habe in den ersten Tagen meine Frau mal gebeten, mir ein Notizbuch mitzubringen, denn ich merkte auch, ich kann mir total schlecht Dinge merken. Klar, Schmerzmedikamente und alles ist jetzt, der Körper ist ja total auf Notprogramm gerade am Fahren. Ich konnte mir keinen Namen irgendwelcher Ärzte merken über längeren Zeitraum und ähnliches. Und ich habe mir angefangen, alles Mögliche aufzuschreiben. Und dann habe ich auch angefangen, einen Brief zu schreiben. Da dachte ich, okay, das werde ich wahrscheinlich nie irgendjemand geben, aber ich habe mich schriftlich da bei, ich weiß gar nicht an wen, aber meine Familie oder Gemeinde oder so, mehr oder weniger versucht zu entschuldigen. Aber das brauchte ich in dem Moment, glaube ich, so ein bisschen für die Verarbeitung. Aber als ich dann von der Intensivstation auf die Normalstation kam und das dann nochmal eine Nacht war, die mich so zermürbt hat, habe ich gemerkt, ich muss etwas tun. Ich muss, darauf kann ich nicht hängen bleiben, wenn ich auch noch schlecht schlafe. Und habe dann direkt nachgefragt, ob die dort psychologische Hilfe anbieten. Und dann guckte mich die Oberschwester ein bisschen überrascht an und sagte, ja, aber so früh hat uns da ja noch niemand nachgefragt. Und tatsächlich kam direkt am Nachmittag eine Psychologin, die da freiberuflich in der Lübecker Klinik arbeitet. Und ich hatte ein Gespräch mit ihr und sie hat mir, das ist ja so ein erster Moment und blieb ja auch bei diesem einen Gespräch, aber mir drei Dinge genannt, mit denen ich jetzt vielleicht, die mir helfen könnten. Und das hat es auch tatsächlich. Also ich will sie jetzt nicht aufzählen, aber das eine okay. war vielleicht eine Atemtechnik, das erinnere ich noch. Ein zweites erinnere ich auch noch ganz gut, dass eben manchmal einfach Dinge passieren und dass das Leben und die Konstellation zwischen Menschen wie ein Mobile ist. Und wenn das mal aus dem Gleichgewicht kommt, dann ist es nicht meine Verantwortung unbedingt, dass alles wieder sich findet. Denn auch in der Vergangenheit ja auch, ich habe ja auch Dinge wieder in Ordnung gebracht, wodurch irgendetwas aus dem Gleichgewicht gekommen ist. Und ich muss mich jetzt nicht um alles kümmern, dass nicht alles meine Verantwortung ist, sondern auch die der Person selbst, die vielleicht dann in dieser Situation stecken. Und das Dritte erinnere ich nicht mehr, aber so bin ich in die nächste Nacht gegangen und merkte schon, doch, da ist schon vieles besser. Mhm. Also dieses einfach aktiv angehen und nicht sich da reinfressen, das war etwas, was mir an der Stelle doll geholfen hat. Das hast du eben gesagt, dass du auch sehr aktiv bist in der Freikirche. Da können wir jetzt auf eine andere Warum-Frage kommen. Ne? Also warum habe ich nur, warum habe ich mich nicht besser gesichert? Mhm. Aber man kann ja auch Gott diese Warum-Frage stellen. Ja. Ne? Hier ist, wäre es nicht sein Job, aufzupassen. Ja. Ja? Wie hast du das mit deinem Glauben zusammengekriegt? Wie hast du den da eingeordnet? Mhm. Das kam dann noch nicht in diesem Moment, aber dann später schon. Da sag ich so, okay Gott, jetzt ist das passiert. Was soll das jetzt? Was soll das jetzt bewirken? Meine Überzeugung ist, ja, Gott kann auch Wunder tun und vielleicht kann er mich auch heilen. Aber dann auch die Frage, ja, und was ist dann? Was ändert sich dann? Was möchtest du von mir? Was soll jetzt so? Das war die eine Frage, aber eben auch dieses Warum? Klar, okay, vielleicht habe ich in der Vergangenheit zu viel gearbeitet. Vielleicht muss irgendwo mal eine Bremse reingehauen werden und das muss sich jetzt was ändern. Konnte ich aber nicht ganz nachvollziehen, weil ich schon in der Zeit davor, ich bin selbstständig und in einer Branche, in der es oft sehr chaotisch werden kann und man sehr schnell in ein starkes Arbeitspensum stürzen kann. Ich habe das schon stark reduziert und ich habe mir vorgenommen oder habe in diesem Jahr erlebt, es lässt sich reduzieren und ich werde es noch weiter reduzieren. Ich habe Einfluss darauf.
Das hatte ich schon gelernt. Und habe das dann gar nicht verstanden, warum jetzt das passiert. Aber dieses, ja, warum? Und die Frage, die ja auch oft ist, oder eine Aussage, Gott hat irgendwie alles vorherbestimmt. Ja, und dann hat Gott mich jetzt diese Leiter runtergeschubst. Oder? Das macht er ja noch mehr fertig, oder? So ja. Ein Gedanke. Ja, total. Ist das jetzt vorherbestimmt oder ist es anders? Und es gibt ja aber irgendwie doch dann zwei Dinge. Also einerseits gibt es Menschen, die das vielleicht auch total brauchen, zu wissen, Gott hat was vorherbestimmt. Aber für mich ist es eher, es passieren einfach Dinge. Hier hat Gott mich unvorsichtig sein lassen. Vielleicht hat er mich in vielen Situationen vorher schon total vor Unglück bewahrt. Und es passieren einfach Dinge und er ist weiter bei mir. Das war der eine Gedanke. Und der andere aber auch, warum ist eigentlich nicht mehr passiert? Okay, eine Wirbelsäulenverletzung ist schon eine ziemlich der schlimmsten, die man haben kann. Aber es war sonst nur noch ein paar blaue Flecken. Warum stürze ich aus 6 Meter runter und es ist nicht, also es ist nur das. Ich habe noch einen gesunden Oberkörper, am Kopf ist nichts passiert. Das war so der Eindruck, nee, Gott hat mich ein Stück bewahrt. Irgendwie, ich konnte es jetzt mir gar nicht nachvollziehen, wie ist es möglich, aus dieser Höhe runterzufallen und es ist nicht noch viel mehr kaputt. Und da fühlte ich mich dann doch schon, ich sagte, doch, Gott war irgendwie dabei. Da hat er mich schon ein Stück vor mehr bewahrt. Das hast du eben gesagt, du hattest ja schon irgendwie diese Hoffnung, Gott kann mich auch gesund machen. Ich denke mal, dass du auch öfter in der Bibel liest, da stehen ja so Geschichten drin, ne, wo Leute plötzlich wieder gehen können. Ja, macht dich dann sowas eher traurig? Bist du enttäuscht, dass das nicht passiert? Oder hast du dich einfach damit abgefunden? Nee, ich glaube, dass wie die Entwicklung dann weiter war. Also zum einen, dass es nicht schlimmer war. Dass es eine gewisse Menge an Wiederkehren von Nervenfunktionen da ist, also eine gewisse Funktionsmotorik auch da ist, dass ich so viel möglich ist, dass ich auch gehen kann mit Hilfe von Orthesen an den Unterschenkeln und zwei Gehhilfen. Ich kann nicht, das ist kein normales Gehen, ich kann nichts erledigen, ich habe dann keine Hand frei. Also wenn ich was tun will, muss ich im Rollstuhl sitzen, damit ich die Hände frei habe. Aber das macht diese ganze Situation so viel leichter, dass der Körper in die Aufrichtung kommt, die Gelenke belastet werden können. Man da, also macht für Kreislauf, Darmtätigkeit, Verdauung und so weiter wahnsinnig viele Vorteile. Und ich komme irgendwo mal ran. Ich kann mich mal hinstellen und an Dinge kommen, die man aus dem Sitzen einfach nicht rankommt. Ich kann zwar nicht ordentlich laufen, aber ich kann so wahnsinnig viel, was mir eine große Selbstständigkeit gelassen oder wieder ermöglicht, dass es einfach, wie ich das als Geschenk sehe, dass das, was geht, das, was funktioniert, so viel, vor so vielem bewahrt. Also man ist natürlich einerseits, man sitzt im Rollstuhl, das ist nur die eine Sache, dass auch Funktionen im Bereich Darm und Blase eben nicht mehr da sind, das sieht man oft nicht. Oder das weiß man nur, wenn man sich mit der Sache mehr beschäftigt. Aber ich spüre meine Beine so weit, dass sie da sind, dass ich zwar nicht unbedingt sofort merken würde, wenn ich mich irgendwo verletze, aber ich merke, irgendwas ist nicht ganz in Ordnung. Sie sind kein Fremdkörper an mir und das ist etwas, was für einen in der Querschnittssituation ein wahnsinniger Vorteil ist und vor weiteren Folgeproblemen und Schäden enorm bewahrt. Wartest du noch auf ein Wunder? Nein, ich warte nicht aktiv. Aber ich weiß, dass es möglich wäre, aber dann kommt wieder die Frage, ja, und dann? Was mache ich dann damit? Ich glaube, und ich sehe, dass mir eigentlich nach diesem Unfall so viele Dinge geschenkt worden sind, die vielleicht sonst nicht oder anders passiert wären, dass ich sage, ich habe eine total gute Lebensqualität. Und ich kann in der Situation auch Menschen dadurch mitteilen oder vorleben, dass man damit leben kann, dass es geht. Und geht auf Dinge zu gucken, was funktioniert noch. Also wenn ich jetzt meine Beine angucke, welche Muskelfasern tun noch was, das ist ja nur minimal, es sind nur wenige von dem, was es alles gibt. Und was erforderlich ist, um nur einen einzigen ordentlichen Schritt zu machen. Aber das, was da ist, hilft mir enorm, meinen Alltag zu bewältigen und dann eben darauf zu lernen, zu gucken, was da ist und nicht auf was nicht da ist. Also das halb volle, halb leere Glas oder selbst wenn es eben, wenn man auf die Beine schaut, ja unten nur ein paar Tropfen drin sind. Das ist eine ganze Menge und das ist ein Geschenk. Das kann ich so empfinden und deswegen weiß ich nicht, klingt so lapidar, wenn ich jetzt sagen würde, naja, wozu denn noch? So, es geht mir doch gut. Wo ich sage, Gott, hilf lieber Leuten, denen es schlecht geht, die wirklich in einer echt schwierigen Situation sind. Wir haben gelernt, das zu bewältigen und bekommen ja auch manchmal Feedback, dass Leute sagen, ich habe was erlebt oder ich war total fertig und dann habe ich an dich gedacht. Und
dachte, naja, ich stelle mich ja total an, was hat Hartmut denn, ne? In der Situation haben die mir dann eventuell berichtet, das hat mir geholfen, damit zurechtzukommen. Lustig finde ich, dass du ja auch so denkst und denkst, ja, guck mal, aber mir könnte es ja auch schlechter gehen. Eigentlich geht es mir doch ganz gut. Und ich finde, da kannst du uns echt ein Vorbild sein. Vielen Dank dafür. Katrin, so, wir jetzt thematisch tauchen wir nochmal ganz anders ein. Aber wir haben eben über den Horror von so einem Sturz gesprochen. Und ich glaube, so ein bisschen Horrortrip, da geht es jetzt weiter, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Du hast ganz schön heftige Erfahrungen gemacht, aber wir steigen mal auch an mit dem Einstieg in diesen ganzen Bereich Esoterik. Das ist ja ein ganz weites Feld. Mhm. Und viele sagen, ach, da gibt's doch so schöne Sachen, also Dinge, die auch hilfreich sind. Jeder versteht auch was anderes drunter. Wie bist du denn dazu gekommen, sagen, hier, ich lasse mich mal darauf ein, ich beschäftige mich mit diesen übersinnlichen, mit esoterischen Praktiken? Mhm. Ja, das war eigentlich gar nicht so geplant an sich, aber ich habe gemerkt, dass irgendwas bei mir als Kind schon nicht stimmte. Mhm. Ich habe so das Gefühl gehabt, so, es gibt so zwei Teile an mir. So das eine, so ja, die fröhliche Katrin, die irgendwie ganz mutig ist und so weiter. Und es gab noch eine andere Seite an mir, die genau das Gegenteil war. Also so eine ganz große Ängstlichkeit. Und ich konnte das überhaupt nicht einordnen. Ich wusste gar nicht, was war eigentlich in meinem Leben passiert, dass ich so, da waren noch andere Dinge. Die waren aber im Verborgenen. Und ich habe das später auch herausgefunden, dann, dass ich eben auch einfach ein Trauma erlebt hatte als Kind, wusste aber nicht genau, wie und was da passiert ist. Ich war einfach mit 3/4 Jahren in einem Krankenhaus, über 4 Wochen in Quarantäne ohne Eltern. Und da ist mir ganz viel Leid zugefügt worden. Und dadurch hatte ich einfach extrem viele Ängste auch und so eine Zerrissenheit. So diese zwei Seiten. Und das ist aber so, dass ich darüber eigentlich nicht geredet habe. Ich wusste auch gar nicht, mit wem hätte ich drüber reden können. Und als ich dann eben in die Pubertät gekommen bin oder in dieser Teenie-Zeit, da fragt man sich dann schon, wer bin ich denn jetzt eigentlich? Warum bin ich denn so, wie ich bin? Warum bin ich auf der einen Seite komplett mutig, das, was nach außen sichtbar ist? Und warum sind da auf der anderen Seite diese extremen Ängste? Und das Fiese finde ich, dass ich ja gar nicht geplant hatte, in die Esoterik zu gehen. Und mir war auch immer eins bewusst, was Böses will ich gar nicht. Also ich will ja nur was Gutes. Also hätte mir jemand gesagt, willst du was mit schwarzer Magie machen? Hätte ich gesagt, nein, um Gottes Willen, nein, niemals. Und das Fiese finde ich, wenn man solche Fragen stellt als Teenie, damals waren es noch Zeitschriften, heute ist es natürlich irgendwie Computer, Internet, wie auch immer, es ist ja auch egal, damals waren es Zeitschriften. Wenn man so diese Frage hat, dann schillern diese ganzen Angebote so. Ich mache jetzt mal wirklich diese Handbewegung. Ah, wer bin ich denn? Ah, guck doch mal in der Astrologie. Und jeder wirbt so mit Heilung. Bist du auf der Suche nach wie auch immer? Ja, und man kommt da irgendwie so ganz einfach rein. Man fängt an, das kennt jeder, Horoskope zu lesen. Und ich bin sowieso schon immer so ein Tiefenbohrer gewesen. Ich will immer alles ganz genau wissen. Und mir reichte das nicht. Ah, Horoskope lesen, ah, was bedeutet ein Sternzeichen? Aha, und immer weiter und immer weiter. Und ah, die Aszendenzen und ah, da gibt's ja noch mehr, da muss man 12 Sachen noch bestimmen und der Mond kommt dann noch da rein. Und das Fiese ist, ich mache gerne so eine Handbewegung, man kommt in so einen Sog rein. Man weiß gar nicht, man geht da rein und es wird Heilungsversprechen und sonst was es alles so gibt. Und ganz plötzlich ist man so in so einer Spirale drin. Wie weit ging die denn bei dir, die Spirale? Bis zum Schluss. Wo bist du denn dann gelandet? Bei welcher Art von Praktiken? Genau, also ja, das waren erstmal so, dann kam noch Handlinienlesen dazu, ich habe mich auspendeln lassen, ich habe Yoga gemacht, das ist ja auch so, dass man so Energien anzapft, so Hilfe aus dem Kosmos erfährt und so weiter. Und ich glaube, das schlimmste Erlebnis, was wir gemacht haben, und das schockiert mich eigentlich immer wieder, wir waren im Urlaub mit 8 Freunden und da war eine Frau, die sagte, lass uns doch mal Gläserrücken machen. Und ich kannte das gar nicht. Das hört sich auch nicht mehr nach Esoterik an, sondern so richtig okkult. Jetzt ja, schon, das ne? wusste ich aber nicht. Das Fiese ist ja, dass ich mir, das war mir nicht bewusst, was ich da mache. Das ist so diese, ja, wie alt waren wir denn da? Anfang 20, ja, das ist so, man ist mit 8 Freunden zusammen. Ja, was machen wir denn da? Ach, es hört sich doch nett an, wir rufen da mal Geister. Da hat man ja, als wenn man
nicht christlich aufwächst. Man hat ja keine, ja, das ist ja mehr so ein Spaß. Und das haben wir gemacht. Und soll ich mal kurz erzählen, was wir da gemacht haben? Das war wirklich krass. Wir saßen wirklich an so einem Tisch zusammen und wir haben so Karten ausgelegt, ja, also erstmal Buchstaben von A bis Z, dann gab es noch Ja, Nein und Zahlen. Ja, und dann sagte die eine Frau, hat gesagt, ja, wir müssen jetzt Geister rufen, weil die müssen uns jetzt mit uns reden. Und die, ich hatte ja keine Ahnung davon, und die hat dann so gesagt, so Geister, kommt doch mal hierher. Naja, gut, und dann war in der Mitte so ein Glas und wir sollten wirklich die Hände da drüber halten. Also man muss sich, schade, ich habe hier kein Glas zum Umkippen, aber man muss sich wirklich so ein Glas vorstellen. Und wir haben die Hände nur da drüber gehalten, nicht das Glas angefasst, muss man wirklich sagen. Ja, und dann haben wir angefangen, Fragen zu stellen, ganz banale. Wie viele Personen sind wir jetzt gerade hier? Und das Glas, also wir haben es wirklich nicht berührt, ja, das wanderte dann auf 8. Und wir so, ne? Also so, aber war ja auch irgendwie spannend, ja, weil es war ja die Wahrheit, wir waren zu 8. Ja, und dann haben wir eben so Fragen gestellt, warum sind wir hier? Und dann wanderte das Glas auf U, R, L, A, O, B. Und dann haben wir so einen Schriftführer gewählt, ja, der dann so die Buchstaben, ja, und dann, wir sind im Urlaub mit 8 Personen. Und dann haben wir noch so andere Fragen gestellt, so, und nachher, das ist unglaublich, das Glas ging so schnell, dass es wirklich so, also kreuz und quer über den Tisch ging, dass wir wirklich einen Schriftführer brachten und dachten, das ist total krass. Das, was da gewesen ist, hat uns definitiv erzählt, das haben wir ja gemerkt, was wirklich real ist. So. Ja, und dann war das so, dass tatsächlich die eine Frau, die das da inszeniert hat, die hat dann so gefragt, Geist, wie ist denn dein Name? Ja, und dann ging der auf T-O-D, tot. Ja. Und da haben wir alle wirklich, da haben wir das erste Mal so gemerkt, oh, krass. Und dann hat die Frau noch gefragt, tot, kennst du mich? Und dann ging das Glas auf Ja. Und dann habe ich noch die Frage gestellt, und das finde ich eigentlich jetzt im Nachhinein sehr, sehr bedeutungsvoll. Ich habe gefragt, tot, kennst du mich? Und das Glas ging auf Nein. Das fand ich krass. Und dann haben wir gemerkt, boah, es ist hier voll gruselig, wir brechen das Ganze ab. Genau, das wäre jetzt meine Frage gewesen, weil irgendwann denkt man doch, also entweder denkt man, sorry, das ist doch Humbug hier, die veräppelt uns doch irgendwie. Da ist doch irgendwas im, ja, ist hier irgendwie ein Magnet drunter oder was passiert da? Oder man denkt, ey, wenn da nur was Reales dran, will ich nichts mehr zu tun haben. Mhm. War das nicht so ein heilsamer Schockmoment, wo du dachtest, nee, sorry, also jetzt mit sowas will ich nichts mehr zu tun haben? Ja, es war tatsächlich, der heilsame Schockmoment war schon, als dieser Geist sagte, ich bin letztendlich ein Todesgeist. Mhm. Also da waren wir alle tatsächlich geschockt. Und ich frage mich wirklich, das ist für mich aber im Nachhinein ganz bedeutungsvoll. Mhm. Ich habe trotzdem noch, vielleicht weil ich eben, ich bin auch so ein Typ, ja, ich will es immer genau wissen. Ich habe diese Frage einfach noch gestellt für mich im Nachhinein. Ist das sogar eher eine totale Erleichterung, dass dieser Geist gesagt hat, der Tod kennt mich nicht. Weil zu diesem Zeitpunkt steckte ich ja noch in der Esoterik drin. Ja. Aber hast du dann, war das dann der Punkt, wo du gesagt hast, nee, jetzt höre ich auch mal auf mit sowas, jetzt mache ich lieber nicht weiter, weil das ist keine gute Erfahrung? Ja, eigentlich schon. Also es war tatsächlich so, dass mein Leben dann so ein bisschen anders auch wurde. Ich habe dann geheiratet und habe auch 2 Kinder bekommen und so weiter, dass ich schon noch auch in der Esoterik drin war. Das habe ich nie wieder gemacht. Hm. Nie wieder. Was würdest du sagen, was ist das so das Schlimmste, was das ausgelöst hat bei dir? Mhm. Wie weit ging das? Ja, das Fiese ist, dass am Anfang so dieser Esoterik-Zeit geht es einem richtig gut. Man lernt neue Leute kennen. Man liest viele Bücher und man wird wirklich geführt, in Anführungsstrichen, und lernt, also man schließt ganz viel neue Leute und man macht ganz viel, ja, also die Leute haben bei mir Schlange gestanden, um sich aus der Hand lesen zu lassen, also das war schon auch toll. Und dann passierte aber etwas in meinem Leben, was für mich total krass war. Ich kriegte so ganz viele Ängste. Das heißt, also ich habe angefangen, so in solchen Wänden wirklich Fratzen zu sehen, die mir Angst machten. Ich habe angefangen, so Verfolgungsängste zu kriegen, also so, dass ich dachte, so, ist jemand hinter mir? Oder auch wenn ich in den Spiegel geguckt habe, dass ich einfach so Fratzen gesehen habe. Ich habe angefangen, mir selbst zu fluchen. Das fand ich richtig fies. Zum Beispiel war das so, dass ich dann so Gedanken hatte, ganz banale Situation. Also ich habe meinetwegen Radio gehört und dann hatte ich plötzlich so einen Gedanken. Also es war jetzt nicht so, dass ich eine Stimme wirklich wahrhaftig gehört habe, aber es war so eine Stimme, die in die Gedanken kam, die zum Beispiel sagte, ja Katrin, wenn das Lied jetzt
zu Ende ist und du schaffst es nicht, bis dahin in der Küche zu sein, dann stirbst du. Also solche Gedanken hatte ich. Also wirklich so, und das wurde eigentlich immer mehr, dass also da Gedanken waren, also und immer mit dieser Drohung, dann stirbst du. Also es war immer am Ende dieser ganzen Gedanken war immer, dann bist du tot. So, und da war ich natürlich total gefangen drin. Ja, so irgendwie, und dann habe ich immer mich bemüht, irgendwie so, natürlich rechtzeitig irgendwo zu sein. Manchmal habe ich es geschafft, manchmal nicht. Und letztendlich wusste ich, okay, also stirbst du ja. Und das Schlimmste war noch, ich habe ja auch so mit dem Mond, es gibt ja auch sowas wie Mondkalender und was weiß ich was alles. Ich hatte so dieser Mond, der hat bei mir Ängste und eine Faszination ausgelöst. Und immer wenn also Vollmond war, konnte ich nicht schlafen. Ja, und dann habe ich halt immer eine Stimme gehört. Ich habe dann immer gesehen, wie ich zu so einer Brücke fahre und mich dann da hinabstürze. Und das einfach so eine Stimme war, bring dich um. Das Allerschlimmste war, dass diese Gedanken, die waren ja so irre, also was heißt so irre, also so real, sag ich jetzt mal, ich habe es tatsächlich niemandem zu diesem Zeitpunkt erzählt. Das wusste tatsächlich niemand, auch mein Mann nicht. Also ich habe das erst später meinem Mann eigentlich erzählt, was ich da eigentlich, ja, mit was ich da eigentlich zu kämpfen hatte. Wann und wie fing das denn an, dass du dich dann doch irgendwann davon mal gelöst hast? Weil das hört sich für mich an wie so eine Sucht, wo man nicht so richtig rauskommt. Ja, man ist gefangen darin tatsächlich. Mhm. Wie hast du es denn dann doch geschafft, dich davon zu lösen? Genau, das war eine ganz andere Situation, die ist Gott sei Dank passiert. Gott sei Dank, sage ich deshalb, weil es für mich das Beste war, was mir hätte passieren können. Und trotzdem war das mit einem Ereignis verbunden, was das Schrecklichste in meinem Leben war. Ich bekam einen Anruf von meiner Schwester, dass meine Mutter einen Herzinfarkt erlitten hat im Krankenhaus und im Koma ist. Und das war für mich in dem Moment das Schlimmste, was hätte in meinem Leben noch passieren können. Diese Nachricht, Mutti liegt im Koma. Und und ich bin dann ins Krankenhaus mit meinem Mann. Und dann kam ich da in dieses Krankenzimmer rein, habe gesagt, so, ich möchte zu Frau Lorenzen. Und dann ging ich da rein und sagte, ja, hier liegt sie. Und dann bin ich wieder rausgegangen und habe gesagt, Sie müssen sich täuschen, das ist nicht meine Mutter. Doch, wieso? Ist doch Frau Lorenzen, gehen Sie da rein. Und meine Mutter so zu sehen, das war für mich das totale Trauma. Die war, dadurch, dass sie so an Geräte angeschlossen war, aufgedunsen, dass ich habe sie wirklich nicht erkannt. Ich dachte, das und diese ganzen Geräte, ich war damit völlig überfordert. Und ich habe meine Mutter dann erkannt an einem Leberfleck an der Hand. Und da war es so, ich hatte so ein innerliches Bild vor Augen, dass unter mir, also es war, also sichtbar an mir war nichts, aber ich hatte unter mir so ein Bild wie so ein tiefer Abgrund, der jetzt so aufgeht und da fällst du rein. Und in dem Moment, das war total krass, das habe ich nicht wirklich gemacht, das war nur vom inneren Auge, habe ich so gesagt, so Gott, wenn es dich gibt, jetzt ist der Moment, ich will dich kennenlernen, begegne du mir, also ja, das habe ich innerlich, so ein Gebet habe ich innerlich gesprochen. Ich habe das natürlich nicht gemacht, wahrlich. Und dann habe ich noch gesagt, okay Gott, wenn ich mir meine Mutter so angucke, ich liebe sie so sehr, ich möchte, dass du sie wirklich heilst, aber wenn es ihr wirklich so schlecht geht, wie sie jetzt aussieht, dann erlöst du sie ganz schnell, damit sie nicht lange leiden muss. Dieses Gebet habe ich gesprochen. Und dann passierte etwas in meinem Leben, das ist ja gar nicht erklärbar irgendwie. Ich wusste, dass Gott mich hört und diese Art, es war eben etwas ganz anderes, eine ganz andere Stimme, die da plötzlich war. Es war wirklich so, als ob der Himmel aufgeht, dass da jemand da war, etwas, was groß, wohlig, warm, was ich noch nie erlebt habe und gehört habe, dass Gott sagte, ich werde sie heute zu mir nehmen. Und ich wusste, dass diese Stimme von Gott kam. Da hätten mir 100 Leute sagen können, nein, das ist, du spinnst oder sonst was. Ich wusste, es ist Gottes Stimme. Das wusste ich einfach. Es ist schon alles ganz schön krass, weil viele Leute, die zuhören, sagen, also sorry, mit diesen ganzen übersinnlichen Sachen, das tue ich mich grundsätzlich schwer mit. Ne? Mhm. Ich frage mich auch, warum hast du nicht gedacht, so, ey, sorry, ich habe mit diesen ganzen übersinnlichen Kram so viel schlechter erfahren, ich will damit gar nichts mehr. Also, ne? Also von hier, ich bleibe jetzt mal hier in unserer kleinen Welt und das da draußen interessiert mich nicht mehr. Mhm. Warum hat plötzlich Gott so eine Rolle gespielt und was war da anders? Es war ganz anders. Es war so ganz anders als alles andere. Da war Gott der Vater und ich wusste, er ist es. Und das finde ich so spannend. Ich wusste einfach, dass er es ist. Das ist schon irgendwie heftig.
hundertprozentige Sicherheit. Und das Krasse war noch, dass Gott mir gesagt hat, dann, sie wird noch heute gehen. Und dann habe ich mit ganz vielen Ärzten gesprochen und die haben alle gesagt, naja, das kann Wochen, Monate dauern. Das hat mir keiner geglaubt. Ich habe auch meinem Vater gesagt, ne, Mutti wird heute noch sterben. Das hat mir keiner geglaubt, weil die Ärzte gesagt haben, nee, es kann wochenlang dauern. Aber Gott hatte mir das gesagt und ich wusste das und es war tatsächlich so, noch an dem Tag verstarb sie dann. Ganz fix, tatsächlich viel schneller, das ging ganz, ganz schnell. Was würdest du sagen, was hat das, diese Situation, dieses Gebet, dieses Erlebnis, was hat das verändert in deinem Leben? Alles. Das war mein Anfangsgebet. Mein Weg zu Jesus hat dann ja noch ein bisschen länger gedauert. Ja, ich habe angefangen, mit Gott zu reden. Ich habe angefangen, mir eine Bibel zu kaufen. Plötzlich tauchten Christen in meinem Leben auf. Ich kannte vorher keine, aber plötzlich, weiß ich nicht, die waren plötzlich da. Genau, und es ist tatsächlich noch so, ich hatte mit Jesus noch ein Schlüsselerlebnis gehabt. Und zwar war es einfach so, es steht ja in der Bibel, das habe ich auch gelesen, Jesus ist für deine Schuld gestorben. Und ich habe aber nicht verstanden, was das mit mir zu tun hatte. Wieso bin ich ein schuldiger Mensch? Warum? Ich bin doch nicht schuldig. Also was habe ich denn gemacht? Das habe ich nicht begriffen. Und ich habe wirklich damit, ich habe gesagt, Jesus, du musst mir aufdecken, ne? Warum bin ich ein schuldiger Mensch? Und das war total krass, weil es tauchte ja eine Christin in meiner Straße auf. Plötzlich war sie da. Und die hat mir mal die gute Saat vor die Tür gelegt. Einfach so vor die Tür. Also es lag plötzlich. Was ist das? Die gute Saat ist sowas wie, ja, wo so Bibelverse drin sind, die dann erklärt sind. Ein Buch. Ja, genau, so ein christliches Buch. Und genau an diesem Tag war es wirklich so, dass ich gesagt habe, so, Jesus, du musst mir einfach erklären, warum bist du für meine Schuld gestorben? Ich bin noch gar, ne, und so weiter. Und dann bin ich so, wie ich jetzt wirklich das gesagt habe, habe ich die Tür aufgemacht, ich glaube, nur um Müll zu holen. Und dann liegt da wirklich einfach so die gute Saat. Und ich, so wie ich bin, ich habe dann einfach so da reingeguckt, irgendwo aufgeschlagen und dann steht da tatsächlich eins, Jesus Christus ist für dich gestorben, weil, mit einer Erklärung. Und in dem Moment, das kann ja keiner erklären, ist es so in mein Herz gerutscht. Und ich wusste, dass Jesus für mich gestorben ist. Und das ist einfach, hat mein Leben so verändert. Die wussten ja alle, ich hatte gerade meine Eltern verloren, mein Vater war ja auch noch kurze Zeit später gestorben. Man sah also, alle haben mich gesehen, so wie ich wirklich, ne, so durch die Gegend ging und so weiter. Und von dem Moment an habe ich so gestrahlt in der Straße, dass Menschen mich angesprochen haben, was ist denn mit dir passiert, du strahlst so. Und ich einfach nur sagen konnte, ja, das ist so, das ist in mein Herz gerutscht und das kann da auch niemand rauben. Das ist da drin. Hm. Ich kann mir trotzdem vorstellen, dass der ein oder andere jetzt denkt, also die Katrin, ich glaube, die ist noch genauso verrückt wie vorher. Die glaubt an Wesen, die man nicht sehen kann. So, ja, das denken Leute. Oder? Ja, es ist ja so. Was ist für dich jetzt am Ende der große Unterschied zwischen dem, was du so vorher gemacht und geglaubt hast und das, was du heute glaubst? Es gibt tatsächlich einen Riesenunterschied. Das, was ich vorher gemacht habe, das nimmt mich gefangen und es nimmt Autorität über mich. Ich bin ja gebunden. Ja, ich muss etwas tun und etwas erledigen. Und Gott ist so ganz anders. Gott, wenn man so will, ja, bin ich ganz, ganz eng am Glauben. Also genauso wie ich vorher eng war. Ja, das könnte man ja vergleichen. Aber Gott ist einfach so ganz anders. Der nimmt mich ja nicht gefangen. Er lässt mir ja immer die Freiheit, mich auch zu entscheiden. Und er ist immer ein sanftmütiger Gentleman. Und wenn er bei mir Schuld oder Sünde aufdeckt, dann ist er da nie mit dem Zeigefinger, sondern er schenkt einem so Erkenntnis darüber, dass man einfach, wenn man selbst schuldig geworden ist, freiwillig auf die Knie geht und sagt, Herr, vergib mir. Und man weiß, dass Gott einem vergibt. Und ich finde, das führt einen in die größte Freiheit. Also kann ich jetzt wirklich sagen, ich bin einfach frei. Und das war ich vorher nicht. Ich bin frei geworden. Auf jeden Fall würde ich sagen, merkt man dir an, dass da was in deinem Leben passiert ist, was dich total geflasht hat. Das wird keiner bestreiten können. Vielen Dank, Katrin. So, Markus wartet schon die ganze Zeit und hört aufmerksam zu. Ist gut. Ein aufmerksamer Spannend. Zuhörer. Du kennst das auch, dass du als Kind schon damit konfrontiert warst mit gesundheitlichen Problemen, genauso wie Katrin das kannte aus ihrem Leben. Und bei dir war schon sehr früh die Diagnose Mukoviszidose. Ich glaube, so richtig verstanden habe ich die Krankheit noch nicht. Ich weiß, dass die vor allem die Lunge schädigt. Wie macht sich diese Krankheit bei dir bemerkbar? Ja, Mukoviszidose ist eine vererbbare Krankheit
Und das heißt, ich habe die seit der Geburt, aber mit 2 Jahren wurde die bei mir diagnostiziert, weil sie auch dort die ersten Symptome gekommen sind. Und es war ein Husten, der nicht mehr weggehen wollte. Und da musste ich in die Kinderklinik und da wurde diese Diagnose gestellt. Bei der Mukoviszidose ist es so, dass die Flüssigkeiten zwischen den Zellen nicht so gut ausgetauscht werden kann und es dadurch zu zähflüssigem Sekret im Körper führt. Und das hat Auswirkungen vor allem in den Lungen und im ganzen Verdauungstrakt. Das führt zu Verklebungen, das führt zu Infektionen, zu Atemvolumenabnahmen und im Darm natürlich dazu, dass die Nahrung nicht gut aufgenommen werden kann und all die Verdauungssäfte, die nicht funktionieren und oder nicht vorhanden sind. Und bei mir war das so, bis vor 2 Jahren so, die große Auswirkung natürlich, dass ich so 3 Stunden Atemtherapie pro Tag machen musste. Und das bedeutet Inhalation, Atemtherapie, einfach um die Atemwege offen zu halten, zu reinigen von diesem Sekret und dann noch mit Antibiotika zu inhalieren, damit es möglichst keine Infektionen geben kann in den Atemwegen. Trotzdem habe ich einen instabilen Verlauf, also die sind auch sehr individuell, diese Verläufe, und das führt bei mir immer wieder zu Infektionen, die im Krankenhaus behandelt werden mussten, mit intravenösen Antibiotikatherapien, die immer so um 2-3 Wochen im Krankenhaus stattfanden. Und da war ich schon bis zu meinem 20. Lebensjahr sicher 3 Jahre im Krankenhaus. Das prägt aber ganz schön, oder? Ja, sicher. Das ist ja eigentlich die Zeit, da geht man in die Schule, irgendwann studiert man und so. War das bei dir normal möglich? Nein, nicht normal. Also die Schulzeit schon, aber ich habe da eine Hilfslehrerin zur Seite gestellt bekommen, die mir geholfen hat, meine Lücken zu füllen. Und im Krankenhaus gab es auch so eine Schule für Kinder. Da kam immer eine Lehrerin vorbei und schaute, was ist möglich, kann man etwas lernen und so. Also Unterstützung schon, aber es war schon anders als bei meinen Freunden. Ich wusste auch immer, ich habe eine Einschränkung im Sport, kann ich nicht diese Leistung bringen, wie sie auch vom Energiepegel her, die Therapiezeiten, die vielen Tabletten, die ich nehmen muss, also da war schon eine Einschränkung immer da und die ist ja auch heute noch da. Hat das dein Selbstbild in dieser Zeit irgendwie beeinflusst? Ja, definitiv. Also ich würde mich nicht als Opfer bezeichnen, aber es ist schon so, dass ich halt eine sehr abhängig war von der Medizin, von den Therapiezeiten, von diesen Tabletten, von den Ärzten. Und das führte schon dazu, dass ich mich immer sicher kleiner mache, als ich bin. Jetzt hast du auch sehr dramatische Situationen erlebt, wo es wirklich so spitz auf Knopf stand. Kannst du uns in so eine Situation mal mit reinnehmen? Ja, also da gab es viele. Also sicher ist schon zu Beginn, so als ich 2 Jahre war und die Eltern mich ins Krankenhaus fahren mussten, da erzählt mir meine Mutter noch heute, das war so, dass sie mich abgeben mussten und dass die Ärzte sagen, ja, wie es weitergeht, wissen wir nicht. Aber wir sehen, ob er die nächsten 2 Wochen überlebt und ob es wieder kommt. Und das war eigentlich immer so bei den Infektionen, so dass die Ärzte nicht wussten, ja, kommt es wieder gut oder nicht, weil die Krankheit einfach auch mal zu einer Erschöpfung, zu einem Ende führen kann. Und da war eigentlich immer die Prognose und der Umgang mit der Krankheit war die Situation so, dass immer prognostiziert wurde, an die Schule wirst du nie kommen, aus der Schule nicht. Bei der Ausbildung hat man mir gesagt, ja, du kannst eine kaufmännische Ausbildung locker angehen, die Abschlussprüfungen wirst du höchstwahrscheinlich nicht mehr erleben. Also das sind schon immer die Prognosen, die wanderten immer mit. Und heute macht man das nicht. Ich habe da auch, aber auch nicht irgendwie eine Wut darauf, dass man das gemacht hat, sondern es war einfach die dazumalige Erkenntnis der Medizin und die Statistiken, die man zur Verfügung hatte. Jetzt ist ja auch dank medizinischen Fortschritts, du hast es geschafft, du lebst noch, du hast all diese kritischen Situationen überlebt, aber dann kam mal eine Zeit, da wolltest du es selber in die Hand nehmen und sagen, okay,
Die Krankheit hat es nicht geschafft, aber ich beende mein Leben jetzt selbst. Wie ist das denn passiert? Warum bist du an den Punkt gekommen? Ja, also da war ich Mitte 20 und das war schon so, dass ich eigentlich schon von Kind an immer in mir mitgenommen habe, diese Hintertür offen zu lassen, mit dem Leben selbst ein Ende zu setzen, falls ich es nicht mehr aushalte mit dieser Erkrankung. Doch halt immer wieder sehr viel Einschränkung war, immer wieder Krankenhaus und viel Leid, also die Atemschwierigkeiten und auch die Angst vom Erstickungstod, der häufigste Tod bei Mukoviszidose. Und da hatte ich eine Phase, da war ich ein halbes Jahr im Krankenhaus und nichts mehr ging mehr. Ich konnte nicht mehr arbeiten, ich sah keine Beziehung oder die auf mich zukommen könnte. Also ich sah eigentlich gar keine Zukunft mehr. Und kam zum Schluss, dass ja nicht nur ich leide, auch mein Umfeld und ich mir sowie dem Umfeld etwas Gutes tun kann, wenn ich selbstständig, selbstbewusst aus dem Leben schreite und eigentlich sozusagen alle erlöse. Das heißt, es hat sich für dich so angefühlt, dass das eine sehr selbstbewusst, dass du das Wort jetzt benutzt, ja. Entscheidung ist? Also hast du dich eher stark gefühlt in dieser Situation? Auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite gar nicht, weil ich wusste, das sollte man nicht machen. Ich hatte große Angst davor. Wenn ich mir etwas spritze, bin ich dann irgendwie noch mehr eingeschränkt, wenn es nicht klappt. Ich suchte nach Ausreden in der Bibel, die mir es erlauben, in einer Krisensituation das Leben zu nehmen. Gefunden habe ich nicht, aber ich habe so in Drittperson auch mit Pastoren gesprochen. Falls jemand das machen möchte, könnte er das, dürfte das, was hat das für Auswirkungen auf das Seelenheil? All diese Sachen, diese Ängste und so, die waren schon da. Also es ist nicht einfach, dass ich da ganz selbstbewusst reingegangen wäre, einfach von der Entscheidung her, die ist gefällt, aber die Angst, all das war ganz groß im Nacken. Und somit auch die große Erleichterung, als es nicht geklappt hat. Und dann auch das beinahe unerträgliche Schamgefühl gegenüber all den Menschen, meinen Eltern vor allem, die mir immer geholfen haben und ich schmeiße plötzlich alles einfach so hin. Du musst uns vielleicht nochmal mit reinnehmen, was hast du denn versucht und warum hat es nicht geklappt? Ja, ich war dazumals im Krankenhaus und wenn man so viel im Krankenhaus ist, wie ich weiß, man muss Medikamentenschrank ist, sie nennen das, haben das sogar Giftschrank genannt, weil auch die sehr starken Medikamente dort sind. Ich habe immer einen venösen Zugang gehabt und habe mir einfach die Infusion gefüllt mit einem Mittel, das ich weiß, das zu einem Ende führen sollte, hat es aber nicht. Warum können auch die Ärzte nicht erklären und ich sowieso nicht? Aber am nächsten Tag war ich dann im Krankenhaus sehr bekannt. Und die Ansage der Ärzte war, da muss irgendwo ein Schutzengel gewesen sein, der da Schlimmeres verhindert hat. Mhm. Also erklären kann ich das nicht. Was war das für ein Gefühl, als du dann Leuten gegenüberstandst, die wissen, ja, der hat versucht, sich das Leben zu nehmen? Aber du warst ja noch da. Ja. Wie hast du dich denen gegenüber gefühlt? Auch deinen Eltern, deiner Familie? Ja, gegenüber? Das war schon die sehr große Scham. Sehr großes Schamgefühl. Ich fühlte mich schuldig. Ich fühlte mich auch irgendwie schwach, dass ich mich diesem Leiden nicht mehr stellen wollte. Ja, es war mir peinlich, dass ich das gemacht habe. Und dass das immer wieder auch zum Thema wird, auch heute noch, ist es mir nicht so angenehm, darüber zu sprechen, aber ich mache es gerne auch, um anderen Menschen vielleicht zu helfen, die auch in solche Situationen rutschen. Ja, es ist ein ungutes Gefühl, gerade gegen den Menschen, über die mich immer unterstützt haben. Jetzt bin ich mir sicher, du hättest einen Weg finden können, dass es doch funktioniert. Warum?
Warum hast du es denn am Ende dann doch nicht nochmal probiert? Was hat dir denn geholfen, doch das Leben wieder anders zu sehen? Nach diesem Versuch waren meine Gedanken wie gedreht. Also ich habe mich entschieden, mein Leben in die Hand zu nehmen und das Beste aus meiner Situation zu machen. Also ich habe so einen Blickwinkel wie gewechselt, vielleicht auch ausgelöst durch diese Gefühle, diese negativen Gefühle, die ich erlebt habe, vielleicht auch als Geschenk von Gott. Das nehme ich einfach so an. Aber es ist nicht mehr so, vielleicht kurz zusammengefasst könnte man sagen, ich war nicht mehr für Sterbenshilfe, sondern für Lebenshilfe und ich wollte das Beste machen danach. Ich wollte anderen Menschen, die in ähnlichen Situationen sind, helfen, unterstützen. Ich wollte sagen, okay, ich habe ein anderes Leben als vielleicht die meisten, aber es ist nicht minderwertig und ich kann vielleicht ganz anders machen als andere Menschen dafür. Und ich suchte einfach da nach meinem besten möglichen Weg. Und das hat bis heute noch nicht abgerissen. Also. Du bist ja dann so positiv geworden, dass du sogar das Leben so angepackt hast, dass du gesagt hast, so, ich heirate. Genau. Lebenserwartung hin oder her. Ich glaube, heute ist sie bei durchschnittlich 55 Jahren, genau. Habe ich gelesen, ne? Ja. Die Lebenserwartung. Ich heirate. Und da sagt man ja sowas wie bis... dass der Tod uns scheidet. Ja. Ist dir das leicht gefallen, das zu sagen? Nein, gar nicht. Und das ist so, dass mir das bewusst ist. Ich habe aber in meinem Kleiderschrank ein Zitat und dort steht 65 drauf. Und das ist mein Alter, das ich mindestens erreichen möchte und will. Aber ich glaube, das kann ich nochmal nach oben korrigieren. Wie gesagt, diese Prognosen wachsen immer mit mir und die gehen in den nächsten Jahren, werden die nochmals deutlich erhöht werden. Da bin ich überzeugt. Es ist aber so, als ich geheiratet habe, war die Erwartung noch kleiner, die Lebenserwartung noch tiefer. Und das ist schon ein Vertrauen, das meine Frau vor allem aufbrachte, aber auch ich, dass wir eine Zukunft planen können, dass wir vorangehen können und dass egal was kommt, es kommt gut. Zwei Kinder habt ihr, richtig? Genau, wir haben zwei gesunde Mädchen. Das ist ja auch so eine Sache, ne? Wenn das eine Erbkrankheit ist, die hätten das ja genau. Auch kriegen können, oder? Hätten, wenn meine Frau Trägerin wäre von Mukoviszidose, muss von beiden Seiten her kommen. Mhm. Ich denke, wie bei meinen Eltern, die wussten das ja nicht, dass sie Träger sind dieser Krankheit, aber dann jeder 25. ist Träger. Und so kann man diese Krankheit weitervererben, wenn zwei aufeinander treffen. Mhm. Wissen deine Kinder von deiner Krankheit und was das bedeuten kann? Ja, ihrem Alter angepasst. Sie sind jetzt 8 Jahre alt. Sie sind Zwillinge, wie ich auch. Und wir gehen dort sehr offen mit ihnen um. Das ist für uns auch wichtig für ihre Entwicklung, dass sie auch später, sind wir überzeugt, einen Rucksack mitnehmen können, einen positiven mit Empathie und all diesen Sachen, die dazugehören. Sie wissen, dass der Papa eine Erkrankung hat. Für sie ist das noch normal. Dass der Papa auch Therapie machen muss. Also sie haben manchmal auch noch das Gefühl, andere Väter machen das wahrscheinlich auch. Aber da sind wir eigentlich ganz offen mit ihnen und stellen uns auch ihren Fragen, einfach ihrem Alter entsprechend. Alles andere würden sie sowieso merken. Was macht denn deine Angst vor sowas wie Erstickungstod oder vor dem Tod an sich? Ja, die habe ich weggebracht. Aber Angst war schon immer da, weil ich halt auch sehr viele Freunde an dieser Krankheit verloren habe und die Endzeit als sehr dramatisch im Krankenhaus immer miterlebt habe. Ich habe sie weggebracht, dass ich sie mit besprochen habe, mit den Ärzten und einfach richtig hingeschaut, ja, was bedeutet das für mich, wenn das auch mal so weit sein könnte. Und kam zum Schluss, dass da Medikamente da sind, die mich in dieser Zeit auch entspannen. Also da, das ist, ja, sieht sehr brutal aus, wenn jemand auf dem Luft ringt und so am Ende zugeht. Aber dort habe ich die Angst irgendwie ablegen können.
Ich meine, wir können ja in unserer Gesellschaft, die meisten von uns, das ganz gut verdrängen, den Gedanken an den Tod, dass wir sterblich sind. Ja. Also dich hat das dein ganzes Leben immer begleitet. Ja. Deshalb würde mich interessieren, kommst du da vielleicht anders klar mit als ich? Wie geht's dir, wenn du daran denkst, ja, mein Leben ist irgendwann zu Ende und vielleicht sogar früher als bei jemand anders? Ja. Na gut, vielleicht sterbe ich früher. Wer weiß es? Ja, genau. Ich glaube, das ist ein sehr großes Plus, das ich in meinem Leben habe, dass die Krankheit, alles, was ja negativ ist, bringt auch etwas Positives mit. Und ich glaube, diese Abgeklärtheit, diese Bewusstheit, jetzt auch gerade auf die Endlichkeit des Lebens, nehme ich als etwas sehr Gutes mit, dass ich das habe. Und zwar schon jede Entscheidung, die wir jeden Tag treffen, ist ganz anders, wenn man das Bewusstsein hat, mein Leben hier ist endlich. Und ich glaube, dass ich dort viel mehr abgeklärt bin, dass ich mich mit dem Tod befasst habe, dass ich sogar Mitte 20 meinen letzten Willen geschrieben habe, dass ich weiß, wie ich bestattet werden möchte. Alles diese schwierigen Sachen, die wir von uns gerne wegstoßen, da bin ich schon in jungen Jahren durchgegangen. Und das, diese Abgeklärtheit, die schafft auch Sicherheit, die verhindert Ängste. Also da sehe ich sehr positive Aspekte. Wenn sich mit dem Tod beschäftigt, braucht man irgendwie auch immer Hoffnung. Was macht dir denn Hoffnung? Gute Frage. Also ich habe auch einen großen Humor geschenkt bekommen. Und ich sage immer, Sachen anzuschauen, auch schwierige Themen, bringt Sicherheit, aber man soll auch Humor einpacken. Ich sage immer, der letzte Punkt auf meiner Bucketlist ist eine Packung Maiskörner zu essen. Dann haben die im Krematorium dann noch eine Popcorn-Party. Also man muss auch etwas Spaß reinbringen. Aber Hoffnung ist natürlich schlussendlich meine Glaube an das Leben nach dem Tod. Also ich weiß, ich lebe jetzt schon in der Ewigkeit. Also wenn ich sterbe, glaube ich, wird Jesus auf mich warten, nämlich Empfang nehmen, werde ich in seine Herrlichkeit kommen. Also das ist meine Überzeugung, die ich habe. Und das ist das, was mir Hoffnung gibt. Das ist nicht fertig mit dem Tod. Der Tod hat nicht das letzte Wort, sondern es geht weiter. Und ich werde werde danach lebendiger sein, als ich es jetzt bin. Schön. Ich finde, ihr alle drei habt heute ganz viel Hoffnung gemacht. Vielen Dank dafür. Danke, dass ihr da wart. Und danke, dass ihr uns zugeschaut habt bei dieser Ausgabe des Talkwerks. Nächste Woche gibt es dann drei neue Gäste und drei neue spannende Geschichten, spannende Menschen. Wäre schön, wenn ihr dann wieder dabei seid. Und bis dahin gibt es ja in der ERF Yes-Welt ganz viel zu entdecken. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.